Hier Steffen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne. Die AfD möchte heute das Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht zu Fall bringen. Der Bundestag hatte diesem Übereinkommen per Gesetz im März 2017 einstimmig zugestimmt. Und was die Zeit betrifft, meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie haben das ja in Ihrem Antrag erwähnt, 1.30 Uhr mitten in der Nacht, das ist tatsächlich sportlich, insbesondere dann, wenn am nächsten Morgen teilweise um 7 schon die nächsten Ausschusssitzungen stattfinden. Und ich möchte das gerne, dieses Thema gerne an dieser Stelle an alle richten, an alle Rechtspolitiker und an alle anderen auch. Die Rechtspolitik kann durchaus interessant sein. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir zukünftig vielleicht auch mal zu Kernzeiten spannende Themen diskutieren. Ja, die AfD fordert nun, dass der Bundestag dieses Zustimmungsgesetz wieder aufhebt. Das ist Ihnen wohl erst vor kurzem klar geworden, meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Denn am 13. Dezember 2017, die Frau Rösner hat schon darauf hingewiesen, haben wir uns hier im Plenum schon einmal mit diesem Übereinkommen befasst. Damals ging es um die Verfassungsbeschwerde, die beim Bundesverfassungsgericht gegen dieses Zustimmungsgesetz anhängig ist. Der Bundestag hat an diesem 13. Dezember beschlossen, dass er zu der Verfassungsbeschwerde eine Stellungnahme abgibt und einen Prozessbevollmächtigten bestellt. Die AfD-Fraktion hat dafür gestimmt, dass dies so geschehen soll. Mit Ausnahme eines Kollegen, möglicherweise war das Herr Reusch, ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich auch nicht, was Sie von der AfD denken, was so ein Prozessbevollmächtigter eigentlich macht. Ich helfe Ihnen da jetzt gerne mal auf die Sprünge. Unser Prozessbevollmächtigter trägt dem Gericht vor, dass die Verfassungsbeschwerde gegen das beschlossene Gesetz möglichst zurückgewiesen werden soll. Das ist seine Aufgabe. Weshalb stimmen Sie denn dann an dieser Stelle dafür? Das verstehe ich nicht. Aber das ganze Theater geht noch weiter. Unser Prozessbevollmächtigter ist Professor Dr. Heiko Sommer von der Universität Bonn. Er hat einen Schriftsatz entworfen, der mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern aller Fraktionen besprochen wurde. Übrigens, Herr Stretmanns, auch ein Berichterstatter war von der AfD, war ausnahmsweise dabei. Ich glaube, es war der Abgeordnete Jens Mayer. In unserem Schriftsatz trägt der Prozessbevollmächtigte ausführlich vor, dass die Verfassungsbeschwerde unzulässig und unbegründet ist. Da könnte man nun meinen, dass der AfD-Vertreter in diesem Berichterstattergespräch seine grundlegenden Bedenken äußert. Immerhin verlangen Sie ja heute die Aufhebung des Gesetzes. Aber was soll ich sagen? Kein einziges kritisches Wort Ihres Berichterstatters zu diesem Schriftsatz. Keine kritische Nachfrage, einfach nichts. Aber jetzt im Plenum holt die AfD die große Keule raus. Immer drauf auf Europa und auf den Deutschen Bundestag. Das ist reine Schaufensterpolitik, nur Fassade. Eins ist richtig. Die Verfassungsbeschwerde gegen das Übereinkommen wirft schwierige Fragen auf. Wir nehmen das Verfahren deshalb sehr ernst. Und ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit den Fragen beschäftigt. Es ist übrigens kein vor die Füße knallen, wie Sie das vorhin gesagt haben, sondern das ist Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Ich hoffe, dass wir das Bundesverfassungsgericht überzeugen können, denn wir sind der Meinung, dass das Übereinkommen keine Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger verletzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schließe die Aussprache.